Herzlich willkommen zurück zu Super Paper Mario im 9. Part müssten wir jetzt sein, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben Peach befreit. Haben Peach jetzt auch in der Auswahl? Ach ja, wir sind da durch die Store und haben die nächste Tür geöffnet. Genau, wir müssen jetzt hoch in die nächste Welt. Fahren wir einmal mit dem Fahrstuhl nach oben. Wir haben ja das nächste Türchen geöffnet mit dem Herzen. Im reinen Herzen, was wir da eingesetzt haben. Haben wir eine orangene Tür? War sie orange geöffnet? Ich meine, sie war orange. Da haben wir die rote Tür. Eine orangene Tür. Genau, und da wollen wir jetzt rein. Ins nächste Kapitel. Mit Peach an seiner Seite zog Mario wieder einmal Richtung Abenteuer. Das Ziel unserer tapferen Helden war die mysteriöse Zauberin Merle. Wenn Merle Unrecht hatte, war Merle der Schlüssel zu einem der reinen Herzen. Unerschrocken machte sich Mario auf den Weg zu Merles Villa. Aber er konnte nicht ahnen, dass Graf Knickwitz schon vorgesorgt hatte. Kapitel 2.1 Auf dem Weg zu Merle. Das reine Herz liegt vor uns. Ich fühle es. Wir haben aber noch ein Stück zu gehen. Also los. Ich höre gerade die Musik an meinem Fernseher so an. Moment, ich hoffe, das hat jetzt nicht weiter gestört. Ich mache die mal eben aus. Oh Mann. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum ich das so gut höre gerade hier. Okay, ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so schlimm. Ansonsten kann ich das gut synchronisieren. So, ich weiß nicht, ob ich sie Merle oder Merle aussprechen soll. Ich spreche sie einfach so aus, wie ich gerade lustig bin. Und wir sind jetzt in Kapitel 2.1 und sehen, die Welt sieht schon etwas anders aus. Etwas märchenhafter. Können wir schwimmen? Wir können schwimmen. Okay. Moment, ich werde wahrscheinlich jetzt in die 3D-Ansicht gehen müssen. Hier sind Münzen. Hier noch was? Komme ich da hinten rüber? Oh. Wir können ja nur schlagen. Da können wir ja momentan noch nicht. Ist er hoch? Nein? Was ist, wenn ich mich hier drauf stelle? Dann hilft uns das auch nicht weiter. Wir haben ja hier den Baum. Damit rüber kommen wir nicht. So hoch springen können wir auch nicht, ne? Kann ich das hier drehen? Oh. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hilfe? Komm ich da hoch? Habe ich irgendwas verpasst? Ist hier irgendwas versteckt? Moment. Ist hier irgendwas? Anscheinend nicht. Moment mal. Einmal drehen? Ja, das ist natürlich scheiße. Nein, ich wollte einmal kurz so machen. Ist hier irgendwas? Ein Cheep-Cheep. Andere Fische auch. Wie alle anderen Fische auch, lebt er im Wasser. Dort schwimmt er in ruhigen Bahnen umher. Max Kapitel 2 und Angriff 1. An diesen Gegnern gibt es nicht viel Bemerkenswertes. Er ist eben ein Fisch. Och, wie fies. Kann ich da runter? Kann ich sterben? Ja, ich sterbe dann. Kann ich unten her schwimmen? Ich bin ja recht weit. Nein. Hoch komme ich doch gar nicht. Hä? Übersehe doch schon wieder was. Ist hier was? Tippi! Verheimlichst du was vor mir, Tippi? Hä? Ist hier irgendwas? Nö. Oh. Ach, ich hab doch Peach! Ach, ich bin doch doof. An Peach habe ich gar nicht mehr gedacht. Wir haben Peach. Mein Gott! So, damit kommen wir doch darüber. Logisch. Mein Gott. Ja, wenn man das Spiel wieder neu anfängt, nach einer langen Zeit. Und Cheep Cheep, den haben wir ja gerade gescannt. Und die kennen wir auch schon. 4 Schaden machen wir bei den Dingern schon. Dann behalte ich mal Peach. Ich denke mal, das wird dann hier erstmal vonnöten sein, dass wir Peach behalten. Hallo. Komm ich denn da hoch? Ha. So hoch kann... Die kann höher springen als Mario. Kann das sein? Zumindest kommt es mir so vor. Mario. Wir brauchen einen Schlüssel. Wie gesagt, ein Pfeil da lang.
Okay, wir gehen mal da lang. Vielleicht sehen wir im Wasser noch was. Aha, was ist das denn? So, damit kommen wir da hoch. Okay. Aber das auch. Boing. Tot. Der Arme. Huh. Wunderbar. Und in die Röhre. Na ihr, was bewacht ihr denn hier? So, und so. Perfekt. Ah, okay. Gegner vernichten, gleich Kiste erscheint. Logisch. Wer kennt's nicht? Schlüssel? Schlüssel! Ein kleiner Schlüssel, ein blauer. Schön. Sind die Koopas wieder da? Wollen die Ärger? Wollt ihr Ärger? Nicht, dass der mich jetzt noch im Wasser trifft. So, einmal den Schlüssel auswählen. Hallo, Flying Goomba. Hatten wir dich schon? Moment, ich will mal gucken, ob ich euch schon gescannt hatte. Ein Paragumba. Man könnte auch sagen, ein Gumba mit Flügeln. Max KP 1 und Angriff 1. Ein Stampfer und er wird wieder zu einem Gumba. Und dann gleich nochmal. Seufz. Gumba haben es nicht leicht. Ja. Boing. Boing. Wunderbar. Huch. Pilzmix. KP-Trank. Juhu. Da ist eine Tür. Jetzt haben wir hier wieder 1000 Türen. Und mir fiel ein. Huch. Eine Mango, eine saftige Mango, halt 7 KP und Vergiftung. Ich habe mal beim Durchschauen meiner alten Aufnahmen ein Secret vergessen zu holen. Das muss ich noch nachholen. Unbedingt. Werde ich gleich, glaube ich, tun. Wenn ich das denn nicht vergesse. Laufe ich einmal so hier lang. Da ist ein Minischalter im Hintergrund, habt ihr gesehen? Da, seht ihr den? Komme ich in den Hintergrund rein? Kann das sein? Ja, da hinten ist eine Röhre. Da komme ich rein. Moment mal. Wow, 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 wow. Komme ich so wieder hoch? Nee, ne? Nee, so komme ich da nicht hoch. Nein, ich wollte... Warum ist er denn jetzt da reingegangen? Wollte ich doch gar nicht. Ich wollte woanders rein. Also, nicht rein. Ich wollte lang. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Eigentlich möchte ich ja da hoch. Kann ich da mit Peach wieder fliegen? Ich kann ja so hochspringen. Da komme ich so da hoch. Ah, das könnte doch so gehen. Nee, da brauche ich Peach für. Peach! Ich kann ja irgendwie sowieso höher springen. Ja, kann sie wirklich. Auf jeden Fall. So. Zack. Zack. Und runter. Und fliegen! Gumba! Fliegen! Gumba! Oh, perfekt. So, und in die Röhre rein. In den Hintergrund. Würde ich jetzt behaupten, kommen wir rein. Jawohl. Denn da hinten war ja der Schalter. Ist auch schön, dass die kleinen Mini-Marios im Vordergrund bleiben. Und hier hinten springen ist ganz komisch. Man wird voll weit runtergezogen. Also voll stark. Huch. Okay. So, was passiert? Noch eine Tür. Ja, ist das jetzt ein Secret oder nicht? Ich gehe erst da durch. Einfach so. Ich hoffe, dass das ein Secret ist. Weil das war ja nicht so offensichtlich. So. Musik ist schön hier. Din, 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 din. So. Jetzt fliegen wir einfach mal rüber. Boah, wir kommen sogar zurück. Peach kann auf jeden Fall höher springen als Mario. Mit dem Fallschirm noch dazu. Oh nein, ich will nicht da rein. So, war die hier? Das war die hier, ne? Was ist denn das hier? Geht's hier weiter oder? Was ist hier los? Hä? Oh Gott. Ganz viele Gegner haben wir hier. Oh, was ist hier los? Ich mach einfach mal zwischendurch ein paar Gegner kaputt. So, was ist denn hier? Da kann man auch hin. Hier ist nochmal ein Ausgang und ein Speicherblock. Anscheinend ist das der richtige Weg. Ja, das ist ja halt ein doof jetzt. Ich möchte aber noch nicht den richtigen Weg nehmen. Das ist doof jetzt. Ich will da noch nicht lang. Das ist auch der letzte Mario von uns gegangen. Punk. So. Punk. 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 Und Punk. Und Punk. Und Punk. Und der nächste auch noch. Schade. Kein Gegner mehr. Oh Gott. Kann Peach auch groß werden? Die Fock. Sie kann das auch. Oh nein. Was zur Hölle? Tatsache. Ist ja krank.
die sieht ja krank aus. Okay, dann machen wir das halt mal so. Vielleicht kriegen wir wieder ein Level up. So. Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht durch. Ach, schade. Ein Block hat noch gefehlt. Ist hier noch was drin? Ja, und was war das jetzt? Ich gehe mal einen weiter. Ohne speichern. Ich bin mutig. Das ist eindeutig irgendwie der Weg. Eine Blumenbremse. Sie verringert für eine Weile deine Geschwindigkeit. Zudem verdreifachen sich während der Verwendung die Punkte und Münzen, die du durch das Besiegen von Gegnern ergatterst. Oh. Oh Gott. Oh, Riesenmünze, aber die ist mir zu blöd, da hinterher zu springen. Schaffe ich es noch? Ich will eigentlich zurück durch die andere Tür. Diesmal vergesse ich es nicht zu holen. Segen, Münzsegen. So. Huch, das war knapp. Er hätte das für mich fast getroffen. Ein paar Münzen ergattern. So, und dann gehen wir gleich auch zurück. Weil ich ja noch wissen will. Da sind nochmal zwei, drei. Ah! Komm, wir gehen zurück, Mario. Warum ich jetzt auf Mario gewechselt habe, keine Ahnung. Reflex. So. Oh. Aua. Schwimmen! Verdammt. Der konnte nicht mehr schwimmen, wahrscheinlich, weil ich Chi-Chi in der Hand hatte. Mist. Da kann man hoch. Da oben. Ja, da oben gibt's doch was. Oder nicht? Das ist doch nicht ohne Grund. Naja, egal. So, wir gehen einfach mal zurück. Zu der einen Tür. Ich fände es toll, wenn man rennen könnte. Nein, ich wollte einmal die Dimension drehen, um zu schauen, ob es so noch was hier gibt. Aber anscheinend nicht. Wir haben ja alles niedergemäht hier. Hm. Okay, gibt's nichts. Ich möchte einfach nur durch die Tür. Und dann die hoffentlich. Das ist ja fies. Kann ich dich eigentlich grabben? Nö, dich kann man nicht grabben. Kannst du dann abhauen? Bitte. Danke. Oh Gott, die springen ja auch hoch. Ich brauche unbedingt einen Pilztrank oder so. Ah, danke schön. Huch. Oh, ich muss ja auch mal einen nehmen, ne? Wir nehmen mal einen. Kann ich die irgendwie benutzen? Moment. Ne Mango. Nom. So, haben wir wieder Energie. Hau ab, ich will nur durch die Tür. Mal schauen, was da drin ist. Hi, wer bist du denn? Ich verachte zwei Dinge. Bärtige Penner und Penner in Latzhosen. Also verzieh dich, du bärtiger Penner. Geh doch zu Merlis Villa. Ach, Moment. Schnittenalarm! Das muss Schicksal sein, jawohl! Du bist mein Schicksal! Bitte gib mir aus! Ist aber drollig. Tut mir leid, aber ich hab schon was vor. Wo, in Merlis Villa? Ich würde da wegbleiben. Du wirst dort gefangen und Schlimmes erleben. Gefangen? Schlimmes erleben? Wovon redest du da? Oh Junge, Junge, ich will nicht mehr daran denken. Aber keine Angst, jetzt hast du mich, Baby. Dein Schicksal, deine große Liebe. Danke für die Info. Wenn ich nicht wiederkomme, rettest du mich dann, ja? Du weißt schon, wie ein gewisser Mann mit Schnurrbart. Okay, war einfach nur ein Hint auf das nächste Dungeon oder so. Ist hier noch sonst was? Nee, okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns weiter. Ich bin jetzt schon bei 15 Minuten, aber weil ich nichts geschafft habe, lege ich mal 2 Minuten drauf. In 2 Minuten werde ich auch nicht mehr schaffen. Ach, du doofe Pflanze. Jetzt kann ich auch so dadurch. So. Machen wir die Folge ein bisschen länger. Ja, ja, so bin ich. So, ich möchte den mal kicken. Oh, oh. Kann ich den auch hochheben? Ah, cool. Rollt er dann auch automatisch? Gott, ich glaube, der ist gerollt. Ich möchte ein paar Level-Ups haben. Das wäre schon... Aua, das wäre schon nice. So. Der hält 2 Panzerkicks aus. Das ist ja fies. So. So. Ha, Level-Up. Angriff um 1 gestiegen. Perfekt. Ach,
Wieso stirbst du denn nicht da dran? So. Einmal speichern. Haben wir wenigstens ein Level-Up in der Folge erreicht. Wenigstens etwas. So, ich möchte da oben lang. Das ist nämlich dafür Peach. So. Denn damit der kann ich ja so toll schweben. Fehlen die Level auch für Peach? Willst du hoffen? Oh nein. Das war knapp. Kann ich in die Röhre? Oh, tatsächlich. Was ist denn da drin? Okay, da brauche ich Mario. Was ist denn hier? Nix. Dieser Raum hier. Irgendwas ist hier. Okay, Pixel. Aha. Ein Schalter. Auch wenn du ihn nicht siehst, solltest du ihn aktivieren können. Okay. Aha. Noch eine Röhre. Einfach mal runtergehen. Was bist du denn? Diese lästige Kreatur nennt man Amöbi. Es klont sich immer und immer wieder. Max KP 2 und Angriff 1. Die Klone verschwinden, wenn das ursprüngliche Amöbi besiegt wird. Man kann es äußerlich und durch seine Bewegung von den Klonen unterscheiden. Sieh also genau hin, oder besiege alles zusammen durch den Einsatz eines Items. Amöbi. Das ist ja fies. Aha, eine Truhe. Und da ist noch eine Wand, die wir kaputt machen können, aber nicht jetzt. Muss ich mir merken. Spum! Frei! Ich könnte in die Luft gehen vor Glück. Spum! Solche Schwingungen habe ich seit 1500 Jahren nicht mehr gespürt. Skaboom! Der Sache gehe ich auf den Grund. Spam! Beantworte mir nur schnell ein paar Frägelchen. Splam! Okay, Spum. Auf geht's, Rums. Du fragst dich ständig, ob das Licht im Kühlschrank wirklich aus ist? Ständig! Aus irgendeinem Grund räumst du vor einem Test dein Zimmer auf? Auf jeden Fall! Wenn jemand sagt, lass uns nur Freunde sein, dann denkst du, na klar, aber wie? Du hast nicht den Hauch einer Ahnung, warum ich dich diesen Unsinn frage? Touché. Online-Shopping ist für dich eine wundervolle und zauberhafte Erfahrung? Klaro. Du hast mal einen Pulli falsch herumgezogen, aber es war dir egal. Passiert mir dauernd. Bist du wach? Willst du schlafen? Bist du müde? Willst du wach sein? Korrekt. Diese Fragen gehen dir langsam auf die Nerven? Ja. Ich hab's! Boom! Wahnsinn, Schwingung, Splam! Ich hab mich entschieden, Spadaboom! Du bist meiner Kraft würdig! Das explosive Pixel namens Kawumso begleitet dich jetzt auf deinem Abenteuer. Springe mit dem Gegner und Blöcke in die Luft. Möchtest du ein anderes Pixel ansetzen, wähle es einfach im Pixelmenü. Ja! Jetzt brennt hier die Luft. Spavam! Rolls Boom! Ja, und damit beende ich die Folge. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir Kawumso im Einsatz erleben. Bis zum nächsten Mal.